Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video zur Einkaufstour 2019-2020. Wir haben 6.37 Uhr, ein bisschen später als die letzten Jahre, aber das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Ich habe mir gerade heute schlafe ich ein bisschen aus und dann bin ich umso fitter für den Tag und ich würde sagen, es hat sich gelohnt, eine halbe Stunde länger zu schlafen. So, was liegen hier für Sachen? Mein Mikrofon, mein Handy. Seht ihr es nochmal? Ja, 6.36 Uhr sogar. Die Küchenuhr hat mich belogen. Ein Portemonnaie. Da müssen wir auch nochmal kurz zur Bank. Ein Feuerzeug. Weil wir werden dann im Laufe der Einkaufstour vielleicht auch mal ein bisschen was an Cut 1 zünden. Und hier die Kameratasche. Gut, die Sachen liegen hier aus. Eine Liste habe ich dieses Jahr nicht. Das bedeutet, ich kann Freilauf loskaufen. Jawohl. Und da, Leute, freue ich mich schon am allermeisten drauf. Denn ich werde gut für Leuchtfeuerwerk kaufen. Ich freue mich schon auf das ganze Leuchtfeuerwerk. Weil es halt... Ja, Leuchtfeuerwerk ist einfach ein Feuerwerk zum Genießen. Und da freue ich mich dieses Jahr umso mehr drauf. Gut, meine Freunde. Ich esse jetzt noch kurz einen Happen. Dann hole ich ein paar Leute ab. Und dann fahren wir zusammen mit 5 Leuten, also meiner Freundin und noch 3 anderen Personen, los zur Einkaufstour. Leute, viel Spaß beim Video. Haut rein. Ich hoffe, ihr habt jetzt auch eine gute Einkaufstour. Ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Leute, seht ihr das Funkeln? Wenn das Auto so aussieht, dann weiß man, Silvester ist ziemlich nah. Ich kratze jetzt noch eben kurz und dann, Leute, geht's endlich los zum geilsten Tag des Jahres, also zur Einkaufstour. Leute, noch eine Sache, nämlich haben wir minus 3 Grad. Ich kann immer auch nur so halb sehen, aber wir fahren hier mit 30 durch die Gegend, das passt. Leute, das ist einfach nur Vorfreude pur. So, jetzt gleich sehen wir uns aber... im ersten Laden. So, der vierte Versuch zu filmen, dass wir jetzt endlich bei Lidl sind. Aber, Leute, wir sind jetzt endlich bei Lidl. Hier sind richtig viele Holländer. Also ich filme kurz den Parkplatz. Man sieht, da hinten sind auch noch richtig viele Autos. Das heißt, es wird ein kleiner Kampf. Aber wie jedes Jahr werden wir diesen Kampf gewinnen. So, wir sehen uns sofort im Laden wieder. Ja, Leute, mal so eine kleine Sache nebenbei. Habt ihr schon mal also so dermaßen leere Regale gesehen? Doch, ich jetzt auch nicht. Stark. Aber hier waren tatsächlich mal Feuerwerksartikel. Na gut, müssen wir warten, bis nachgefüllt wurde. Alter, das war echt krass dieses Jahr. Gut, meine Freunde, Aldi Süd. Und hier sieht man auch schon ein paar Leute, die schön die Sachen einräumen. Das bedeutet, wir gehen jetzt rein und gucken, wie viel überhaupt noch vorhanden ist. Ja gut, hier bei Aldi sieht es jetzt anders aus. Kriegen wir auch noch alles, was wir brauchen. Ja. Alles voll. Richtig geil. Aber Leute, die Szenen aus dem Lidl, die haben mich gerade ein bisschen, ich sag mal, schockiert. Ach ja, aber herrlicher Anblick, wie die Regale gefüllt. Direkt vor dem Obst. So muss es sein, Leute. Gut, wir waren jetzt im Aldi und da waren wir im Gegensatz zu Lidl erfolgreich. Das heißt, hier müssen wir erstmal nicht mehr hinfahren, außer wir wollen noch mehr Kubis haben. Wir haben uns hier 3 Packungen Kubis mitgenommen. Einmal das Art of Lights, dann einmal das Big Bang, also das Böller-Sortiment, und einmal, weil ich die Raketen einfach so geil finde, Leute, das habe ich auch in den Streams immer wieder gesagt, das Lancelot von Weco. Und, genau, meine Lieblings-, also meine zweitliebste Billigbatterie, ich glaube, ja doch, jetzt sieht man es, nämlich die Tristan. Genau, der Rummel, der jetzt hier steht, der gehört mir nicht, mir gehört nur die Seite und die ist bisher noch relativ leer. Mal gucken, wo wir jetzt gleich hinfahren, also ich will aber mal ganz stark auf Norma tippen, aber das seht ihr sowieso gleich in der nächsten Aufnahme. Dann, bis gleich, meine Freunde. Okay, ich wollte eigentlich gar nicht filmen, weil wir sind jetzt zu Edeka gefahren. Doch mal spontan, aber als ich jetzt gesehen habe, dass sie hier auch Leslie haben, habe ich gedacht, gut, dann filmen wir doch mal eben. Und auch zu ganz guten Preisen, also 3 Euro für die Leslie Gold, ein normaler Preis. Ansonsten für die ja, böse Nachbarin 4 Euro. Also es sind wirklich gute Preise. Und was ich auch gut finde, da bin ich ja wirklich stolz auf Edeka. Die verkauft mir den Debeler-Schinken, der jetzt gerade nicht mehr da ist, aber trotzdem für 4,99 €. Also stark. Edeka hat mich nicht enttäuscht. Und das werden wir jetzt mitnehmen, nämlich die Bella Maria. Mal zum Testen für 2 Euro. Gucken, was es ist, Leute. Es war schon immer so, unser Büroherz brennt Dezember. Rauch steht auf Straßen wie Gangster. Wenn die Tüte in der Hand meine Kinderträume trägt und ein Blitzknall gewittert durch die Winter.
So Leute, wir sind jetzt schon am Hardest-Pit hier in Mörs, also bei den Pyro-Brothers. Wir gehen jetzt mal rein und gucken, was uns da erwartet. Aber angesagt sind ein paar Funke-Artikel, sind viele sogar Artikel von Xplode und noch mehr Funke. Das heißt, auf die Bilder, die jetzt kommen, könnt ihr euch richtig freuen. So Leute, jetzt gehen wir rein und gucken uns das ganze Sortiment mal an. Hi Freunde, hier muss ich jetzt ein bisschen nachsynchronisieren. Nämlich sind wir hier jetzt beim Ladenverkauf der Pyro-Brothers. Ich habe ja kurz vor Silvester schon einige Videos mit ganz vielen Funk- und Agento-Neuheiten hochgeladen. Und wie man hier sieht, gibt es diese Neuheiten hier zu kaufen, beziehungsweise wird man gleich in den Aufnahmen noch sehen. Die Neuheiten habe ich auch von den Pyro Brothers bekommen und man sieht, es gibt auch viele Böller dort zu kaufen, viele Batterien, die waren leider gerade nicht mehr alle erhältlich. Viele Sachen muss man sich dort auch am Container abholen, weil ein großer Andrang dort ist. An sich gibt es auch viele kleine Artikel und auch einen Tisch mit wahnsinnig vielen Raketen. Natürlich viele Premium-Sachen von Funke und viele Agento-Neuheiten. Auch Zink-Raketen waren hier am Start. Auch die neuen Saluts. Also wirklich klasse. Und jetzt kommt einer meiner Lieblingsregale, nämlich mit den Bombenrohren. Screenshots, Thunderbolts, Vortex, Flashbang von Nico. Alles dort erhältlich. Und hier in der nächsten Aufnahme gerade sieht man Fontänen bzw. Leuchtfeuerwerk. Auch die Feuerfalken dabei und auch zu sehr, sehr guten Preisen. Nämlich hier oben die neuen Cracker-Sterne bzw. Crackling-Fontänen von Funke für 12,99. Wirklich der Hammer. Wer also aus NRW kommt, kann dort sehr gerne mal vorbeifahren. Gut, Leute. Jetzt geht's ab zu Norma. Mal gucken, ob die die Dr. Pyro noch haben. Ist ja jedes Mal so ein Problemartikel. Ja, wir dürfen gespannt sein. Wir waren jetzt im Norma und man sieht, der Kofferraum, der füllt sich. Dr. Pyro haben wir gekriegt, also die hatten auch noch ganze VEs, zum Glück. Dann haben wir noch hier die Unicorn Fountain, wie ich gesagt habe, für Freundinnen ist das Teil immer gut. Und hier Crackling Balls. Damit ich hier so einen großen Crackling Ball Vergleich machen kann, ich glaube, das ist jetzt schon die 6. oder 7. Crackling Ball Art, die ich besitze. Das heißt, ihr könnt euch auf einen richtig geilen Vergleich freuen. Ja, wo wir jetzt als nächstes hingehen, müssen wir spontan entscheiden, aber ich schätze mal Rewe. Oder halt Lidl in einer anderen Stadt. Gut, unser nächster Halt ist jetzt Rewe geworden. Und hier, Leute, was ich immer wieder predige, die D-Böller vom Weko-Feuerwerk, die es beim Rewe gibt, sind richtig geil mit dem Corsair-Logo. Davon werden wir uns jetzt auch ein paar schicken mitnehmen. Aber ansonsten finde ich Rewe doch ehrlich gesagt ziemlich teuer. Aber für die Böller lohnt es sich. Okay, wir waren jetzt nicht nur im Rewe, also da habe ich auch drin gefilmt, sondern wir waren auch noch bei Cody. Also erstmal haben wir bei Rewe 3 Schinken D-Böller mitgenommen. Hier, der dritte ist dahinter. Und dann waren wir noch in Cody und haben nochmal 3 Schinken D-Böller von Komet mitgenommen. Also ich würde sagen, mit den D-Böllern haben wir jetzt erstmal ausgesorgt für dieses Silvester. Das wird auf jeden Fall, das werden echt mega geile Böller-Touren. Da freue ich mich am allermeisten drauf. Gut, dann geht es jetzt gleich, ich glaube, jetzt geht es dann endlich zum Lidl in einer anderen Stadt. Gut, sehen wir uns da gleich wieder. Okay, wir gehen jetzt zu Kaufland und hoffen, dass sie noch Bloody Marys haben. Mal sehen. Ha, ja, diese Szene hier spricht schon Bände, das heißt, wir hatten Glück. Ganzen VE-Karton, okay, eine Batterie fehlt, aber ansonsten 11 Bloody Marys sind da jetzt drin. Die werden jetzt ins Auto verfrachtet und dann geht's weiter zu Thomas Phillips. Gut, jetzt sind wir bei Thomas Phillips. Aber hier gehen wir wahrscheinlich nur gucken, hier ist jetzt nichts geplant. Aber wir haben trotzdem jedes Jahr ein ganz gutes Angebot. Ja, hier gibt es also so ein paar Restposten. Zum Beispiel die Bangkok, die gibt es ja schon seit 2 oder 3 Jahren nicht mehr im Aldi. Ja, was ich noch mal kurz zeigen wollte, es gibt Artus und Poison, beides im selben Laden. Das ist eine Besonderheit, aber 5,55 € ist genauso eine Frechheit, die es besonders ist, dass es überhaupt beide gleichzeitig im selben Laden gibt. Naja, gut, hier werde ich jetzt nicht zugreifen. Gut, wir waren jetzt beim Thomas Phillips und wir haben da spontan noch mal die Thunder Cubes mitgenommen und noch 2 andere Kleinigkeiten, die habe ich aber gerade schon verpackt, nämlich hier hinten. Eine ganz kleine Batterie, die Goldstars vom Weko. Oh, eine kleine Five-Batterie, da konnte meine Freundin nicht widerstehen.
für 1,99. Aber mal ganz kurz zu nebenbei, so sieht der Kofferraum jetzt aus. Wie gesagt, ist bei weitem nicht alles von mir, aber ist trotzdem ein sehr, sehr geiler Anblick. Ja, so, wir waren jetzt schon bei 5, 6 Läden und jetzt geht's nochmal zu weiteren 5. So Leute, also die Sachen von meinem Kollegen haben wir jetzt schon ausgeladen. Jetzt sind hier tatsächlich nur noch meine drin von der Einkaufstour. Also es hält sich wirklich in Grenzen. Das, was ihr wahrscheinlich noch nicht gesehen habt, sind hier die Sachen jetzt von den Pyro Brothers aus Moers, die wir gekauft haben. Okay, die Powerbox hier, die haben wir jetzt nicht in Moers geholt, sondern einmal beim Lidl. Aber in Moers haben wir gekauft die Red Closet, dann die Leslie Gold, dreimal sogar. Dann einmal das Peng 2 Set von Funke. Oh, hier ist noch ein bisschen Müll. Dann, eine richtig geile Sache, Leute, die Sonnencracker-Fontänen, die brandneuen Fontänen von Funke Feuerwerk, Sonnencracker. Dann einmal Teufelskugeln von Star Trade. Dann also E-Zünder von Heron. Eine Double Deck Red ist das. Und hier noch ein Päckchen Funke China Böller, nee, Super Böller 1. Das ist, glaube ich, auch die ganz neue Charge. Ja, genau, sieht es jetzt aus. Ansonsten haben wir hinten halt noch ein WQD-Schinken, noch zwei weitere WQD-Schinken. Ja, hier jetzt in dem Karton, den ich da gerade zugestellt habe. Mein Gott, ich bin heute aber auch schlau. Aber ich zeig's euch mal. Hier hinten, in dem Karton drin. Da verstecken sich noch ein paar schöne Artikel. Wir haben halt in einem Lidl irgendwann mal nach einem Karton gefragt, damit das hier nicht so unübersichtlich im Auto nachher wird. Ja, da sind ein paar Kleinigkeiten noch drin. Kubis, nochmal hier. Trackling Balls von Nico. Dann China oder D-Schinken, drei Stück von Komet. Ja. Und halt noch ein paar kleine andere Sachen. Hier eine Tristan, wirklich eine Top-Batterie. Vom Weco Feuerwerk, richtig schön. Ein paar Flashbangs. Gut, so sieht's aus. Also, dieses Jahr sehr übersichtlich, aber ihr habt ja gesehen, wie viele Sachen ich noch von den ganzen Bestellungen hatte. Also wirklich Wahnsinn. Ja, Leute, das war's. Das war's mit der diesjährigen Einkaufstour. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Also die Einkaufstour hat mir persönlich Spaß gemacht, natürlich jedes Jahr ein Highlight. Ich hoffe, eure Einkaufstour war auch gut. Ich wünsche euch viel Spaß an Silvester. Guten Rutsch, meine Freunde. Lasst es ordentlich krachen. Bleibt allerdings rücksichtsvoll gegenüber Leuten, die Feuerwerk nicht so sehr mögen. Und ballert dann irgendwo anders, wo ihr keinem so auf den Sack geht. Gut, mit den Worten verabschiede ich mich von euch. Haut rein. Guten Rutsch, meine Freunde. Und bis zum nächsten Video. Okay, Leute, ich habe jetzt hier nochmal ein Add-on an die Einkaufstour. Nämlich habe ich hier ein Foto, beziehungsweise hat meine Freundin die ganzen Sachen hier alle aufgestellt. Alle Sachen, die jetzt gerade so zur Hand waren, da ist wirklich fast alles da, was so für dieses Jahr an Feuerwerk in meinem Besitz ist. Aus den ganzen Online-Bestellungen, aus der Einkaufstour. Leute, ich schwenke mal ein bisschen drüber, dann könnt ihr euch das mal angucken. Also das kann ich gar nicht alles kommentieren. Viele Funke-Neuheiten, Argento-Neuheiten. Ganz viele Batterien, wie man hier sieht. Also das wird mega krass. Sehr, sehr viel Blackbox auch. Genau. Ich freue mich mega aufs 0 Uhr Feuerwerk und auch, hier man sieht auch schon die 6 D-Böller Schinken hier, 3 und da 3. Ich freue mich auch mega. Darauf freue ich mich auch mal am meisten. Auf die Böller-Touren, die ich machen kann. Das wird mega geil. Ja Leute, mit den Worten verabschiede ich mich jetzt auf jeden Fall. Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Leute, lasst es gut krachen. Nehmt aber Rücksicht auf eure Ummenschen. Ihr müsst nicht alles zerstören. Auch nicht nerven, dass die Nachbarn zerstören, weil wir wollen ja Silvester noch lange Zeit alle feiern können. Genau. Gut, mit den Worten verabschiede ich mich jetzt von euch. Haut rein, guten Rutsch und bis im neuen Jahr, Leute.